Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute den vierten Part meiner farbigen Buchschnittreihe und heute habe ich 6 Bücher für euch, weil ich die Reihe einfach nicht trennen wollte und mir gedacht habe, ja dann, also sind 2 Reihen mit jeweils 3 Büchern und ich habe leider von keins gelesen, eine Schande, aber ja. Es gibt dazu jetzt auch schon ein Video, wo ich meinen Wagen zeige, wo ich dann halt, ja, mich versuche viel mehr zusammenzureißen und die Bücher, die farbigen Buchschnittbücher endlich mal richtig lese und ich hoffe, es funktioniert bis jetzt, beziehungsweise es funktioniert bis jetzt, aber ich meine in der Zukunft und ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Da rede ich von der Reihe Vortex von Anna Bening. Das war ja auch so gehypt. Es soll sehr, sehr, sehr gut sein. Wir haben hier einen lilanen, schönen Buchschnitt. Dann habe ich hier den zweiten Band. Und das wäre halt das, was ich erzählt habe. Der rote Band in meinem letzten Part. Ich kann mich so vage daran erinnern. Der wäre hier ganz rot gewesen. Und die Zeichnungen sind halt wunderschön. Und ich finde das sehr, 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 sehr schön. Dann haben wir hier den dritten Band und der ist auch etwas dicker als die anderen. Er ist sehr, sehr, sehr in einem wunderschönen Blau gehalten, so Königsblau. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen den Inhalt, ob da irgendwas anderes ist. Sagen, das sind auch die 3 Farben, die ich am aller liebsten habe. Ich liebe Lila, ich liebe Rot und ein Königsblau. Zu dem kann ich auch überhaupt nicht Nein sagen. Deswegen finde ich die Reihe halt, also vom Optischen her, wunderschön. Schauen wir mal, ob wir... Ja, also es ist jetzt nichts so Spektakuläres. Aber zum Kreischen und ich lese euch mal den Klappentext vor. Der Tag, an dem der erste Vortex über unsere Welt zog, veränderte alles. Er veränderte unsere Länder, unsere Meere und er veränderte uns. Seine Energien weckten Kräfte, die es nicht geben sollte. Kräfte des Feuers, der Erde, der Luft und des Wassers. Unsere Welt ist heute eine andere, doch die Vortexe sind geblieben. Ich lernte in ihren Wirbeln zu laufen. Ich lernte ihre Kräfte zu meinen Kräften zu machen, doch ich wusste nicht, welche Macht ich dadurch entfachen würde, bis ich ihn traf und meine Welt endgültig aus den Fugen geriet. Ursula Poznanski hat was dazu geschrieben. Vortex ist eine rasante Reise durch eine völlig neue Welt, ein packendes Ideenfeuerwerk mit einer starken Heldin, die mich nicht mehr losgelassen hat. Klingt sehr gut, klingt wirklich sehr spannend. Das E-Book habe ich auch schon dazu und müsste ich nur einfach mal anfangen und ich liebe dieses Cover so sehr. Also zu den anderen kann ich ja wirklich jetzt nichts sagen, wie gesagt, weil es die Folgebände sind. Aber die sind doch wunderschön, oder? So richtig schön. Ich schaue jetzt nochmal nach, ob die anderen Bände auch eine schöne Einleitung haben. Okay, ist das gleiche wie im ersten. Ja, voll lustig. Der Eingeschweißte, von dem ich dachte, das wäre der dritte, ist der erste. Ich rede von Emily Bold, Stolen. Und diese Cover, also diese Buchschnitte sind nochmal etwas besonders, weil sie wirklich nicht nur eine Farbe haben, die kontinuierlich geht, sondern wirklich, das sieht in meinen Augen aus wie eine Wolke und dann kommen wir schon zum zweiten. Der ist nämlich rot angehaucht, ein bisschen ins Rosa gehalten, ne? Ja. Und dann kommen wir auch zu einem, ich würde schon sagen fast lila, aber ist noch im Blau. Ja, das ist der dritte Band. Und lesen wir denn da auch den Klappentext, weil ich auch diese Reihe nicht gelesen habe. Und Emily Bold kommt mir noch bekannt vor.
keine Ahnung gerade. So, wenn der erste Junge, den du küsst, deine Seele stehlen will, ah ja, okay, ich habe das schon so oft den Klapptext durchgelesen, dann läuft etwas gewaltig schief. So wie bei Abby Woods, sie hat schon viele Fehler begangen. Diesen haben sie nach Darkenhall geführt, eine Londoner Schule, die sich rühmt, auch aus den unbezähmbarsten Schülern bessere Menschen zu machen. Als sie dort dem charismatischen Tristan und seinem geheimnisvollen Bruder Bastian begegnet, begeht sie einen noch viel größeren Fehler. Sie stiehlt Bastians Ring, nicht ahnend, welche Kraft sie damit entfesselt. Denn die beiden Trembles sind keine gewöhnlichen Schüler und der Ring ist kein einfaches Schmuckstück. Abby gerät in eine große Gefahr und sie muss erkennen, einen Treblake küsst man nicht. Ah, ja, da steht's. Eine magische Fantasy-Liebesgeschichte von Silberschwingen und Curse-Autoren. Silberschwingen kenne ich nämlich. Ich war schon sehr lange am Überlegen, ob ich mir die auch hole. Hab's halt nicht getan, weil ich mir gedacht habe, ja, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe, ehrlich gesagt. Ja, und ich wollte Stolen halt eine Chance geben. Und jetzt will ich mal kurz schauen, was Curse-Autoren. Ah, ja, das waren diese Unsterblich Mein und so Reihe. Ich sehe auch gerade, dass sie eine neue Reihe geschrieben hat. In My Enemy's Heart, In My Enemy's Eyes. Klingt sehr, sehr, also sieht sehr gut aus. Palast der Lügen hat sie auch noch. Ist auch eine gebundene Ausgabe. Gibt's, ja, Silberschwingen. Gibt's nur noch im Kindle-Format. Per Amazon auf dem Kindle. Und ich denke so, das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf gebundene Ausgabe und der so per One-Click kaufen. Und ich so, what the fuck? Aber ich konnte es Gott sei Dank auch zurückgeben, weil wenn, dann würde ich das Buch haben wollen und nicht die Kindle-Ausgabe oder so. Außerdem habe ich Silberschwingen, da sehe ich gerade. Ja, ich habe den ersten Teil schon geholt. Ich bin so dumm. Seht ihr das? Silberschwingen habe ich schon da. Brauche ich kein Hörbuch. Hörbuch. Ja doch, das könnte ich schon holen, aber ja. Wie immer halt. So, meine Lieben, ich glaube, das ist das kürzeste Video, weil es wirklich nur zwei Buchreihen sind und hier ist nur einmal, also nur zweimal den Klappentext durchlesen und so. Ich hoffe, es war nicht allzu sehr langweilig. Ich hoffe, euch haben die Bücher trotzdem ein bisschen gefallen. Habt ihr vielleicht irgendwelche anderen Reihen, die ich jetzt noch nicht gezeigt habe, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Lasst euch noch überraschen, die Reihe, also die Videoreihe ist noch nicht fertig. Wir haben noch ein paar Hardcover und dann geht es mit den Broschüren weiter und natürlich auch mit ganz normalen Taschenbüchern, denn davon habe ich auch einige. Habe ich auch nicht gewusst, aber ich bin vor Wochen ganzes Regal durchgegangen und jetzt versuche ich, dass ich alles abarbeite, damit ich ja, alles Strukturierte hier habe und so. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!